Du bist zurück. Das ist gut. Wie ist das Treffen gelaufen? Admiral Kronstedt kann es dir erklären. Er verlangt nämlich, nach dir zu sehen. Aber sonst war das Treffen nicht unbedingt zur Zufriedenheit aller Teilnehmer. Folge mir. Du wirst es gleich verstehen. Was? Wie ist das passiert? Der Fürst ist tot. Aber warum? Ich weiß es nicht. Er wurde morgens tot im Innenhof vor dem Glockenturm aufgefunden. Von dort oben muss er gefallen sein. Hat er das Ganze allein geschafft? Oder denkst du, dass da jemand nachgeholfen hat? Sicher kann ich es nicht sagen, aber der Freitod scheint mir plausibel. Er hatte noch größere Mengen an Kraut inhaliert, bevor er starb. Vermutlich, um es sich etwas leichter zu machen. Ich ziehe mich zurück. Magus, beschwört den orkischen Diener. Ich muss 3 Herzen von mächtigen Bestien sammeln, um ihn aufhalten zu können. Ich habe bereits mit Selena gesprochen. Ich habe derweilen die passende Alchemieformel recherchiert. Ich habe die 3 Herzen beisammen. Gut, hier ist die Alchemieformel, mit der du am Alchemietisch die magische Kraft aus dem Herzen des Dieners im Trank einfangen kannst. So begegnen wir uns schließlich wieder. Es sind wohl nicht ganz die Umstände, die wir uns erhofft hatten, Admiral. Es könnte besser sein, aber auch schlechter. Viranon hat offenbar die Freibeuterei hier in der Region massiv für sich gefördert und mit ein paar hauseigenen Kriegsschiffen die Handelslinien zum Erliegen kommen lassen. Nicht nur Asun war davon betroffen, sondern auch die meisten kimmarischen Kolonien. Janus wusste schon länger darüber Bescheid und vor einer Woche hat nun Kemara Viranon den Krieg erklärt, sodass es für unsere Schiffe leicht war, die Blockade zu zerschlagen. Überraschende Neuigkeiten sind das. Nur für uns. Der Geheimdienst hat in diesem Fall nicht so funktioniert, wie er es denn sollte. Was die Neuigkeiten betrifft, was wurde denn nun auf dem Gipfeltreffen beschlossen? Wir haben uns über eine Aufteilung aller Inseln in diesem Sektor geeinigt. Zu Lalvanien sollen fortan die Inseln Stavanger, Versuke, Lagos und Durban gehören. Asun wird unabhängig und bildet mit den Inseln Cadiz, Granada, Tarent, Mengst und Jesore eine Art neues Inselreich. Moment mal, ihr habt alle Inseln unter euch aufgeteilt? Wie soll das denn funktionieren? Mit der lalvanischen Flotte, die derzeit vor dem Hafen vor Anker liegt. Wir können je nach Gegebenheit etwas flexibel sein, aber Kimara und Viranon haben derzeit ganz andere Sorgen. Wäre es töricht, die Situation nicht zu nutzen. Ich verstehe es immer noch nicht. General Oryk ist der Meinung, dass wir Asun zwar einnehmen könnten, was die Insel jedoch zum Großteil verwüsten würde, sodass sie damit auch wertlos wäre. Also überlassen wir dem Wolf ein Stück der Beute, während er über unseren Anteil wacht. Indem wir die Inseln unter uns aufteilen, verfügt lediglich Lalvanien noch über Kolonien, während Kimara und Viranon geschwächt sind und das neue Inselreich unter Wulfgar nun tunlichst versuchen wird, diese Ordnung zu erhalten. Somit wäre für Asun der Wolf satt und das Schaf noch heil. Ja, etwas Schönes habt ihr euch da ausgedacht. Und was ist nun mein Teil in deinem Meisterplan? Mein Vater sagte mir einst, dass man 3 Dinge braucht, um erfolgreich im Leben zu sein. Einen guten Arzt, einen verständnisvollen Fürsprecher und einen klugen Buchhalter. Für die ersten 2 hatte ich in den letzten Jahren zum Glück keine große Verwendung. Ich soll jetzt dein Buchhalter werden? Nein, nur im übertragenen Sinne. Die neuen Inseln für Lalvanien werden von Gouverneuren regiert werden müssen, die etwas zuverlässiger sind, als es der Fürst am Ende war.
Ich hatte gehofft, dich dafür gewinnen zu können. Aber wenn du meinst, dass dies nichts für dich wäre... Ich habe nach wie vor meine Zweifel, ob sich diese Vorstellungen so einfach umsetzen lassen. Aber ich stehe nach wie vor zu Lalvanien und werde einer solchen Verantwortung hoffentlich gerecht. Gut, dann soll es so sein. Wenn es sonst noch etwas gibt? Ja, nur noch eine Sache. Was ist aus der Nonchella geworden, die ich dir überlassen hatte? Sie wurde mit einer vollen Breitseite ohne Möglichkeit zur Gegenwehr vermutlich von Viranon versenkt. Oh ja, das ist wirklich bedauerlich. Mir scheint es nur, als hättest du mehr dabei verloren, als du bereit zuzugeben wärst. Hey, du! Was hast du anzubieten? Schau einfach mal rein. Was hast du anzubieten? Schau einfach mal rein. Verstehe. 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 Hey, du! Was hast du anzubieten? Schau selbst!
Dann zeig mal, was du hast. Hey du! Zeig mir deine Ware. Eigentlich handle ich nicht. Aber ich habe trotzdem ein paar Sachen. Möge Adanos dich beschützen. Sind wir doch aufgeschmissen. Ohne die Götter sind wir besser dran. Der arme Kerl kann einem leid tun. Für Asun! Soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Hey du! Was hast du anzubieten? Schau einfach mal rein. Hey du! Ich habe den Trank hergestellt. Sehr gut. Der Wein hat Selena mir eine Nachricht geschickt. Sie hat den Tempel in der Wüste anhand der Aufzeichnungen lokalisieren können. Du solltest mit ihr sprechen. Wenn du weißt, wo du suchen sollst, dann begib dich sofort in die Wüste. Margus muss aufgehalten werden und die Zeit drängt. Frag Calvin. Er weiß, wie man zur Wüste kommt. Er wird im Tempel auf dich warten. Hey du! Was hast du anzubieten? Schau selbst! Unsere tapferen Soldaten haben den... Lass mich mal deine Ware anschauen. ...in ruhmreichen Schlachten zurückerobert und die Orks in den Umlanden versprengt. Trotz zahlreicher Verluste werden General Oryx' Truppen nicht ruhen, bis auch der letzte Ork vernichtet worden ist. Thank you.
Was verkaufst du? Ich handel mit Kräutern und Tränken. Zeig mal, was du anzubieten hast. Na bitte, geht doch. Hey. Zeig mir deinen Tabak. Bitteschön.
Hört, ihr Bewohner von Asun, unsere tapferen Soldaten haben den Hafen und die Goldmine in ruhmreichen Schlachten zurückerobert und die Orks in den Umlanden versprengt. Ich würde mir gerne deine Ware anschauen. Immer wieder gerne. Verdammt. Was ist los? Thank you.
Ich habe die Drachenschuppen dabei. Super. Das wird mein Meisterwerk. Komm in 3 Tagen wieder. Dann ist die fertig. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Hey, du! Ist die Rüstung fertig? Ja, sie ist fertig. Du kannst sie mir jetzt abkaufen. Ansonsten verkaufe ich sie an Garrot. Da kriege ich wahrscheinlich noch mehr Roperi für. Zeig mal, was du hast. Ich habe sicher etwas für dich. Es wieder so ein Drecksmonster.
Ich möchte die Rüstung kaufen. Fantastisch. Hier hast du sie. Es war meine Freude, mit dir zu arbeiten. Du weißt, wo sich der Tempel befindet? Ja, ich hatte recht. Der Tempel befindet sich tatsächlich in der Wüste, hier auf Asun. Es ist der Tempel des Erwachens und du findest ihn im Norden der Wüste. Und nun eile! Margus muss aufgehalten werden. Tempel des Erwachens? In diesem Tempel haben die Orks während des Götterkrieges zu ihrem Gott gebetet und ihre Gebete wurden erhört. Nach einem wochenlangen Beschwörungsritual erbarmte sich Belia seiner Kinder und sandte den orkischen Diener auf die Erde hinab. Mit der einzigen Aufgabe, alle Urania zu töten und die Orks zu retten. Der Avatar Belias erwachte demzufolge zum ersten Mal in diesem Tempel. Ah, da bist du ja. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ich war auf wichtiger Mission unterwegs. Ach, Pappelapapp. Während du kreuz und quer durch Asun spaziert bist, haben die Gardisten und Berserker die Orks in der Wüste angegriffen. Und? Wie ist es gelaufen? Das Zusammenspiel von Orks und Wüste hat sich als ziemlich tödlich herausgestellt. Also sind alle tot? Wo denkst du denn hin? Natürlich nicht. Sie haben sich in einem Lager eingegraben und kommen weder vor noch zurück. Kurz gesagt, sie warten auf mich? Das hast du jetzt gesagt. Am besten siehst du dir die Lage selber mal an. Ich bin hier, um dich zum Lager zu führen. Warte mal. Zeig mal, was du anzubieten hast. Hey, du! Zeig mir deine Waffe. Möge Adanos dich besch... Hey! Was hast... Schau!
Hey! Was? Schau! Hey, du. Es kann losgehen. Alles klar. Das wird jetzt ein langer Fußmarsch. Ach was. Die Zeit vergeht bestimmt wie im Flug.